Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 hier auf meinem Channel. Sie ist hier schön am Gartensalat machen. Schönen Gartensalat. Wie hier einfach die Pixel. Oh. Hier einfach die Pixel durch die Gegend fliegen. Er sitzt vor der Musikanlage und guckt Fernsehen. So, und da wir kein Ostern mehr haben, heute müsste Donnerstag sein, ich bin mir gerade nicht sicher, verkaufe ich das mal alles schön. Das gibt uns erstens ein bisschen Geld und zweitens brauchen wir keine Osterdekoration mehr, weil wir haben nun mal kein Ostern mehr. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was zu tun haben hier. Erstmal ganz viel verkaufen. Lalalalalala. Verkaufen, 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 verkaufen. Wie viel bringt uns eigentlich dieser Pokal? 120. Ah, alles klar. Und wir sind über die 300 Euro. 3000 Simoleons, so rum. So, da ist noch ein Ei und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Einmal kurz rüberfliegen, ist nichts mehr da. Dann war es das jetzt mit Ostern hier bei den Sims. So, und du musst mal ganz kurz auf mit Fernsehen gucken und schaltest deiner Mutter erstmal schon Fernseher aus. Klar! Sei doch noch unfreundlicher, ey. So, legen wir mal da rein. Öffnen, das ziehen wir mal raus. Das ziehen wir mal raus. So, du darfst auch eine Runde Fernsehen gucken gerade, weil ich glaube, du könntest Spaß mal ein bisschen dringender gebrauchen als der liebe Alex, weil der braucht nämlich eigentlich keinen Spaß. Was, Putzwahn? Ordentliche Sims können einem Putzwahn verfallen, wenn ein Haus schmutzig ist. Na, dann verfallen wir schon in Putzwahn. Kann er wahrscheinlich nicht, weil er nicht ordentlich ist, nur er kann ihr Outfit, Outfit wechseln. Nein, nicht liebkost, nicht liebkost, nicht liebkost. Über Spielzeug reden. Achso, oder so. Dann stellt das mal beides schon dahin. Ich dachte, wir sind im Putzraum. Putzwahn verfallen. Und hier gibt's nichts, was du putzen kannst. Gibt wie scheint einfach nichts, wo du putzen kannst. Da liegt auch noch ein... Der Müll läuft über. Du solltest vielleicht mal leeren. Vor allem, weil die auch die ganze Zeit die Teller wegschmeißen. So, das sieht doch gleich viel besser aus. So, dann du gehst mal eine Runde auf Toilette. So, und sie geht jetzt erstmal Musik hören. Hat zumindest Spaß dabei. Wow, wow, Massage, Massage, yo, yo. Was kommt jetzt? Gar nichts. Tanzen. Wo will er schon wieder hin? Er will wahrscheinlich schon wieder schlafen. Nee, er spielt mit seinem Spielzeug. Aber. Das erlaube ich ihm. Was braucht er denn? Ja, eigentlich für die Schule braucht er gerade gar nichts. Na, dann geht er mal in den Chatroom für Kinder und chattet mal ein bisschen rum. Oh, jetzt ist es leise. Kann sie irgendwas machen draußen? Mikroskopprobe sammeln. Sie ist dann so die, die Mikroskopproben sammelt. Jetzt kommt unser schönes Maibaumlied. Du, 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 du
glaube, das wird jetzt hier unser Lied, das jeder braucht in diesem Let's Play. Unser Leitlied wird das. So, jetzt ist sie Spaß hier voll. Und wir haben schon Nacht draußen. Er chattet immer noch im Chatroom. Und sie geht jetzt raus und sammelt Mikroskopproben. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Dann sammelt man schön Mikroskopproben. Eine Objektträgerprobe wurde im Inventar von Maria abgelegt. Sie kann das Mikroskop verwenden, um sie zu analysieren. Würde ich ja gerne. Hallo. Er ist jetzt nach Hause gekommen. Er ist nach Hause gekommen. Das ist schön. Gelangweilt ist er. Was braucht er denn? Ein kleines bisschen Spaß. Dann kannst du eine Runde tanzen. Yay, yo, yo, tanz, 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 yo, 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 yo. Sie tanzt auch eine Runde. Dann ist jetzt hier heute Abend Tanzparty und so. Zu unserem Maibaumlied. Und ganz theoretisch kann er jetzt auch noch mit tanzen. Dann ist es jetzt Tanzrunde. Level 2 der Motorikfähigkeit erreicht. Die Motorikfähigkeit von Alex entwickelt sich gut. Wie die einfach zu unserem Maibaumlied abgehen. Unser Maibaumlied. Unser Leitlied für dieses Let's Play. Inzwischen schon geworden. Und es wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Nur irgendwann wird es mir so auf den Sack gehen, glaube ich. So, er geht schlafen. Und jetzt ist Schlafenszeit für alle. Was könnt ihr alles da drin machen? So, Lied ist zu Ende. Tanzparty ist zu Ende. Und aus mit der Musikanlage. Wieder immer noch so ganz leicht Musiknoten rauskommen. So, und Schlafenszeit hier. Huch. Ach so, und Schlafenszeit hier bei den Wilhelms. Maria schläft, der Hans schläft und der Alex, der schläft auch gut. Aufstehen, Leute. Was brauchst du? Hunger? Dann isst du mal einen Gartensalat. Mal verwenden, dann kannst du einmal duschen. Das Bad sieht aber gerade nicht so gut aus. Muss mal wieder putzen. Na, das kann ich auch noch machen. Und Mikroskopproben können wir auch nicht nehmen, oder wie? Oder was, oder wo? Wie komme ich denn jetzt auf Grundschulhausaufgaben? Hä? Hä, wie komme ich denn jetzt von... Hä? Hä? Hallo? Wie komme ich denn von seinen Grundschulhausaufgaben hier? Vom Alex? Wie komme ich denn auf sie? Ich habe einen Bug gefunden, würde ich sagen.
Guck, ich bin schon wieder bei Hausaufgaben. Hä? Verstehe ich. Jetzt verkauft die wieder fast die Hausaufgaben. So, jetzt erstmal schon eine Runde zusammen essen. Du musst leider aber ein kleines bisschen warten, da der Alex jetzt aufs Klo geht. Da der Alex jetzt aufs Klo geht und eine Runde duschen geht. Sing nochmal, das hat mich gerade interessiert. Musikanlage ist an. Keiner ist da und dann schaltet die Musik Klassik an. Sieht aber auch schön takt. Und sie schnappt jetzt erstmal mit ihren Händen. So, das schickt jetzt aber Mignon. Deine Mutter muss auch gleich nochmal unter die Dusche. Der Geburtstag von Hans naht. Oh, Hans wird erwachsen. Oh nein, inspiriert. So, ab geht's duschen mit dir. Wird jetzt erstmal rausgeschmissen. Auf jeden Fall hat das mal schönen Takt, das Lied. Alex ist zur Schule. Er schläft noch, du kannst jetzt auch aufstehen. Und er ist glücklich. Yay. Alle sind glücklich. Außer sie, weil sie hier ist sehr unwohl, wahrscheinlich weil die Dusche so dreckig ist. Darum muss ich dann aber Hans kümmern nachher. Und er schaut sich jetzt gespannt dieses Schild an. Tja, da musst du mal ganz kurz warten, bis sie fertig ist. Oder du gehst. Jetzt kannst du duschen gehen. Ja, super. Jetzt kann er erstmal schön eine Runde putzen. Säubern. Säubern. Wenden. Säubern. Dann ist er heute erstmal hier ein bisschen unterwegs. Und dann kannst du einmal weiterentwickeln, bewässern, Ableger nehmen, jäten, mit Pflanzen sprechen, veredeln, was man alles machen kann. Dann erntest du erstmal alles. Bewässern. Ah, die Warteschlange ist voll okay. Dann spulen wir immer ein bisschen vor. Und mit dieser Duschaktion hier und mit diesem extrem dreckigen Bad verabschiede ich mich dann heute bei euch mit dieser Folge. Man sieht sich dann übermorgen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, Leute.